Was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Pikmin 3 hier bei Crash40Freak89. Zurück wieder im Fluss der Veränderung, denn wir haben ja in den letzten Parts sozusagen eine neue Pikmin-Art entdeckt, die Flügel-Pikmin. Die sehen ganz putzig aus. Und jetzt sind wir wieder ein Stückchen mit ihnen vorangekommen. Wir haben neue Wege geebnet und wir wollen natürlich auch weiter vorankommen. Hier sprießen ja schon einige Samen, die wir noch nicht ausgegraben haben von den Flügel-Pikmin. Und die sind bereits zur Blüte geworden, da wir sie schon längere Zeit uns noch gar nicht um sie gekümmert haben. Hauptsächlich wird dem Flügel-Pikmin jetzt hier gerade die Ehre geboten, möchte ich meinen, weil aktuell sind sie es. Ja, die in diesem Gebiet uns das Weiterkommen am meisten ermöglichen. Ich glaube, jetzt muss ich mal überlegen, wo wir jetzt nochmal hin müssen. Hier können wir ja den Sacker schon verwenden. Aber wo kommen wir da nochmal raus? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Weil ich weiß, auf jeden Fall mussten wir hier, oder? Nein, 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 das war falsch. Boah, ich muss auch nochmal gucken, wo wir zuletzt waren, weil ich habe eine Woche lang nicht mehr gespielt und jetzt weiß ich nicht mehr, wie wir genau weitermachen sollen. Ich glaube, wir müssen ja mit der Seerose hier rüber. Was? Da. Oder? Das war ja die Seerose, genau. Der Seerose mussten wir hier rüber und da haben wir ja diesen Weg gefunden. Dort sind wir ja zuletzt stehen geblieben. Ich glaube, wir versuchen jetzt wieder dorthin zu gelangen. Doch zuerst muss ich mal gucken, da waren auch, glaube ich, auch noch Früchte. Boah, das... Da oben sind zum Beispiel Bomben. Aber hier soll ein... Ah ja, den kann man ja ausgraben. Ich sollte vorher auch nach den Früchten Ausschau halten, ob möglicherweise welche in der Nähe sind. Den hier zum Beispiel, da muss man wirklich besonders hoch springen können. Weil ich glaube, die Flügel-Pikmin würden das auch nicht erreichen. Hier ist ja auch noch so ein Sack, wo wir eine Abkürzung schaffen könnten. Ansonsten sehe ich hier keine Frucht. Also wir holen uns als erstes mal ganz schnell mit den Flügel-Pikmin diese eine Frucht hier. Oder ich mache es so. Ich teile wieder die Gruppe auf. Na? Also mit B. Und nehme mir ein paar der Flügel mit. Nicht so viele. Ein paar der roten. Ein paar Felsen. Und ein paar gelbe. Naja, das waren schon ein bisschen zu viel. So, und dann noch Captain Charlie. Okay, ich würde sagen, mit ihnen hier mache ich mich jetzt auf zur Seerose. Und gehe dann diesen Weg. Ach, Moment, ich glaube, den Weg können wir eh mit den Sack gehen. Ja, natürlich. Ich bin auch wirklich... Boah. Hohlbirne. So. In der Zwischenzeit kümmert sich Brittany mit den einigen der Pikmin hier um diese eine Frucht. Hoffentlich sind alle am Start. Hier, es müssen alle da sein. Okay, dann mal los. Unser Ziel ist diese... Ach Moment, das erreichen wir doch nur mit der See... Stimmt, ja, von hier aus erreichen wir es nur mit einer Seerose. Unser Ziel ist das Obst hier. Ich hoffe, wir treffen unterwegs jetzt auf keine Gegner. Weil auf die hätte ich jetzt eigentlich keinen so richtigen Bock. Ja, weil ich sollte wirklich anfangen, etwas effizienter zu arbeiten. Ich habe ja drei Anführer und man könnte das einteilen bei denen, wer was macht. Ich hoffe nur, jetzt ist dazwischen, gibt es dazwischen keine Gegner, also bei Alf und Captain Charlie, wo er jetzt gerade steht, weil nicht, dass ich jetzt ein paar Pikmin verliere, weil die können jetzt gar nichts machen. Ja, angekommen und jetzt? Ja, was wohl? Darum kümmern sich jetzt am besten die Flügel-Pikmin. Um das Zupfkraut hier, wie wir brauchen wir eh nur drei. Das geht schon. Da schicke ich gleich noch mehr hin, damit es schneller geht. So, macht schneller. Ah ja, mehr als fünf gehen da wohl nicht. Okay, und... Tada! Da haben wir doch was Feines. Ich weiß nicht, was das darstellen soll. Genau, sieht aus wie ein Apfel. Aber auch wiederum nicht... Hey, was macht ihr denn? Lasst das nicht... Doch, nicht liegen, Mann. Ich glaube, das sollten lieber die Flügel-Pikmin übernehmen. Ich wollte nur ein paar der Flügel-Pikmin rufen. So, dann bringt das mal rüber, meine Kleinen. Brav macht ihr das.
Und ja, dann müssten wir schauen, dass wir auch mit Brittany erstmals rüberkommen. Dann gehen wir, ich gehe in der Zwischenzeit dann auch mit Captain Charlie vor und sichere den Weg. Eine neue Frucht also. Ich wusste gar nicht, dass ich die noch gar nicht habe. Aber okay. Passt schon. So, dann mache ich mich auch mal mit Brittany auf den Weg. Dorthin, wo sich gerade Alpha und Captain Charlie befinden. So, und dann kleiner Wechsel. Jetzt können wir uns hier mal genauer umgucken. Ist da oben etwas? Oder kann man da raufklettern? Ich glaube nicht, nee. Aber hier sind diese Ultramotivier-Bären. Es gibt natürlich eine andere Art von Bären, wenn ich aus den letzten Teilen hervorgehe. Also wenn ich das von den letzten Teilen noch richtig erinnere, gibt es da noch was anderes. Weiß aber nicht mehr genau was. Da ist dieser eine fliegende Gegner. Ist es überhaupt ein Gegner oder ist es ein normales fliegendes Wesen? Geschafft. Jetzt geschafft, ja. Nektarbelle. Die gibt wohl Nektar. Aber ist das krass. Jetzt habe ich schon echt Angst um diesen Gegner gehabt. Aber es ist in Wirklichkeit ganz lieber. Kann ich über die Flügelpigmen hierher locken? Ich muss sie wohl dahin werfen. Nehmt euch was. Alle Pigmen, die noch keine Blüten sind, schnappt euch den Nektar. Dass man die dann nicht alle hinschicken kann, doch. Ne? Sind alle etwas schon Blüten? Okay, dann müsste ich mit Brittany erstmals rüberkommen. Wo ist sie? Da. Vielleicht sollte ich auch mit der Seerose mal umgucken, weil das wäre wohl das... Das wäre wohl jetzt die beste Option, weil da gibt es ja noch einen anderen Weg. Weil wir müssen ja einige Scherben aufsammeln. Ich muss mich erstmal erkundigen, was wir jetzt genau hier tun müssten. Doch zuerst mal, schnappt euch den Nektar. So, und schon sind alle Blüten. Das heißt also, alle können am besten jetzt kämpfen und arbeiten. Gut, gut. Ja, Schluss jetzt. Ja, einen anderen Weg sehe ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich denke, wir müssen erstmal mit den Seerosenblättern arbeiten. Was ist das denn? Das lässt sich bestimmt heben. Boah, aber dafür kommen diese ganzen... Okay, das muss ich mit Vorsicht genießen. Danach sollten die sofort zurückkommen. Kommt her, kommt her, kommt her. Also man muss die drauf lassen. Okay. Aber damit kann ich ja die Käfer wieder einsperren. Ich könnte dann einige Flügelpigments und Obst schicken. Die sammeln es. Ah, schneller, schneller, schneller. Kommt, 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 kommt. Kommt her, kommt her, kommt her, schnell. Oh, passt schon. Okay. Die Flügelpigment transportieren das erstmal hier weg. Ja, ja, pennt nur ruhig weiter, ihr Penner. Hahaha, ihr seid ja eingesperrt und... Oh, okay. Elektrozaun, das heißt also, Gelb-Pigment vor, noch ein Tor. Nee, Spaß. Ich muss aufpassen, dass ich nicht aus Versehen ein rotes auch noch hinschicke, weil das würde dann sofort da brutzeln wie Toast. Aber wie verkohlter Toast, möchte ich meinen. So, jetzt gucken wir uns ja auch noch ein bisschen um. Vielleicht sollte ich ja auch mal einen Kapitän wieder hier wegschicken. Ich würde sagen, mit Brittany gehe ich auch noch mit ein paar dieser Pigmen weiter. Und guck mich erstmal bei den Seerosenblatt um. Möglicherweise, da ist ja zum Beispiel noch, da waren wir ja zum Beispiel auch noch gar nicht. Möglicherweise gibt es hier noch was zu finden. Auf der Seite, was? Was ist das denn? Wespen? Zeit für die Flügelpigmen. Okay. Los, mach sie nieder. Bam, 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 bam. Schnell. Macht sie down, macht sie down, macht sie down. Wow. Greifen die etwa an? Los, macht sie down, macht sie down. Was hatten die gemacht? Nein! Sie haben sie aufgestochen? Sie bereiten sich also zum Angriff vor. Wow.
Okay, perfekt. Neue Frucht. Diese verflixten Viecher haben ein paar der Flügelpikmin alle gemacht. Macht sie down, Mann. Nein, 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 nein. Nicht, dass sie jetzt auch noch tot sind. Nein, 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 bitte holt sie da runter, Mann. Auch das noch. Ja, verdammt, die kann man nicht mehr retten, wenn sie erstmals erstochen worden sind von diesen Viechern. Boah, ich muss mehr vorschicken. Ich glaube, es lag wohl daran, dass sie ja zahlenmäßig unterlegen waren. Deshalb hat das nicht funktioniert. Oh, scheiße, was habe ich da bloß gemacht? Macht erstmal das hier schnell auf. Ich glaube, das geht leider nicht so schnell. Vor allem habe ich jetzt Angst, dass mich diese Akkus von Fliegen, dass mich diese fliegenden Hornissen wieder angreifen. Dann müssen wir jetzt Zeit wieder den Anführer zu wechseln. Ah ja, ich muss auch noch den Elektrozaun überprüfen. Der ist ja bestimmt auch schon längst offen. Ja, die Game Pikmin sind auch da schon fertig. Was gibt es denn hier eigentlich, dass jetzt der Elektrozaun extra aufgemacht werden muss? Noch eine Abkürzung? Eine Frucht? Daten! Neue Daten! Was ist das? Wir haben den Planeten nun zum Großteil erforscht. Ich bin bereits so oft durchs Feuer gegangen, dass ich für diesen Teil meiner Ausrüstung keine Verwendung mehr habe. Da er mir von geringem Nutzen ist, werde ich ihn für künftige Besuche des Planeten in der Nähe vergraben. Captain Olimar? Was? Was vergraben? Was denn für eine Ausrüstung? Und what the hell? Obst unter Wasser? Da brauchen wir aber blaue Pikmin, meine lieben Herren und Damen Gesangsvereine. Ach. Naja, okay. Das war anscheinend nur für die Daten. Oh, da sind ja noch mehr. Oh Gott. Was ist das jetzt für ein Bericht? Zu zweit könnte man sich wohl auf diesen diesen Pilz zunutze machen, um zur anderen Seite zu gelangen. Doch Louis und mir gelingt es einfach nicht. In dieser Situation hätte man gerne einen verlässlicheren Partner. Ach, ich frage mich, was meine Frau, die ich auch Fokotake zurückließ, wohl gerade macht. Schon wieder Captain Olimar. Lauter Captain Olimar Easter Eggs. Als nächstes treffen wir auch noch in diesem Spiel auf ihn. Würde ich echt abfeiern, Mann. Warte. Ein Schnapper! Nein! Verdammt, das gibt's doch nicht. Der hier. Bloß weg von dem. Ich habe jetzt keine Lust, mich mit dem anzulegen. Der ist eigentlich kein so übler Gegner. Oh! Gut, dass ich nicht umsonst hingegangen bin. Jetzt haben wir wieder eine Abkürzung erschaffen. Passt schon. Bam. Sehr schön. Brav gemacht, meine Kleinen. So, dann geht's jetzt weiter, aber schnell. Okay, dann kümmern wir uns ganz schnell um den Schnapper, aber zuerst... Oh, der ist ziemlich nahe. Ich glaube, ich sollte mich erstmals in Sicherheit wiegen und dann sollte ich mal schauen, was meine anderen Pikmin machen. Die sind ja auch noch die sind ja auch noch woanders. So. Naja, die machen bisher keinen so guten Job. Ich würde ja sagen, dass wir das jetzt erstmal kurz damit aufhören und hier von hier verschwinden. Hallo, habt ihr mich nicht gehört? Hallo, komm her. Schnell. Bevor die mich noch attackieren hier, diese Websen. Solange die hier sind. Oh, kommt mir vor, die kommen immer näher. So. Oh nee, nicht auch noch der. Lass uns bloß in Ruhe, Mann. Lass uns in Ruhe. Ich sagte, du sollst uns in Ruhe lassen, du blödes Mistvieh. Mann, wie die Nerven. So, springt schon. Ich denke, ich sollte ein paar Flügelpigmen auch noch farmen. Das heißt also, diese Riesenblume, da kann ich nicht widerstehen. So. Aber ich habe nur noch... Oh Gott, ich habe nur noch 9 insgesamt. Könnte mir gar nicht erzählen. Habe ich so viele schon weggeschickt und so viele sind schon gestorben? Ach nein, da sind ja noch welche. Was zur Hölle treiben die denn hier noch? Mann. Ach, ich habe auch nur 83 Pikmin. Wo ist denn der Rest? Ach, Moment. Wart! Was? 0 Pikmin? Ach, der Rest muss immer noch sich bei der Drake befinden. Okay, ich weiß schon. Da müssen wir... Hey, Moment, wo willst du denn hin? Ich muss mal kurz mal auf das Gamepad achten. Also, hier lang sind wir gegangen, um diesen Sack runter zu tun. Diesen Sack zu entfernen, diesen Einkaufstüte. Und wow! Ach, das ist unter Wasser, genau.
Das heißt also, da oben kommen wir nicht hin, oder? Da kommen wir nur hin, wenn wir einen Anführer hinschmeißen, oder? Ich probiere es mal ganz schnell und... Hepsa. Nee, der kommt gar nicht drauf. Da müsste schon so hoch springen können wie ein gelbes Pikmin. Okay, ich würde sagen, ganz schnell kümmern sich erstmal die ganzen... ich hoffe, dass sich das ausgeht, dass die Flügel-Pikmin diese, das Ding hier transportieren können. Nein, doch nicht gelbe, Mann! Das sollen hübsch die Flügel-Pikmin übernehmen. So. Ich hoffe nur, das wird nicht zu spät sein. Ach nein! Der geht in Richtung Schnapper! Nein! Ach, okay, wisst ihr was? Ich versuche den Schnapper jetzt mal schnell zu besiegen. Der ist eigentlich nicht so hart. Warum sollte... Oh Mann, dieses Ding steht ja auch im Weg. Okay, hier. Man sollte ihn auf jeden Fall auf den Schnabel schicken, weil sonst pickt er noch einige auf. Nein, hör auf. Kommt ihr? Oh, bist du denn des Wahnsinns? Nicht jetzt. Nein. Kommt ihr? Gott, das war knapp. Ach, okay. Ich wollte nur auf Plus, also auf Tag beenden gehen. Weil der Tag ist wieder zu kurz, leider. Ich würde sagen, wir beenden mal diesen Tag, aber wir machen auch gleich direkt weiter. Ganz richtig, liebe Leute. Wir machen auch gleich in diesem Part nochmal mit dem Tag weiter, weil bevor ich zu früh damit aufhöre, weil ich bin mit den Ergebnissen jetzt gerade nicht zufrieden. Was wir hatten. Aber wir haben einiges an Obst gefunden, zum Beispiel diese... Das sieht aus wie eine Mandarine, oder? Ist ja auf jeden Fall eine ganze Flasche wert. Jetzt kommt noch diese Orange hinzu. Sieht aus wie eine Orange. Das muss eine Orange sein, meine lieben Herren. So viel Wissen über Obst habe ich schon. Das sah aber auch aus wie ein Pfirsich, dieses letzte Obst. Oh! Das Saftkissen bringt da sogar noch zwei. Woo, geiler Scheiß. Damit haben wir wieder einen ganzen Häufchen mehr. Ja. Bla. Machen wir jetzt endlich mal weiter. Ich möchte endlich weitermachen da. Ich will weiterkommen. Wir müssen da noch Scherben finden. Ja. Wir sind noch ganz gut versorgt. Das stimmt schon. So. Wir haben leider einige Pikmin dabei verloren. Eine sogar Flügel-Pikmin, was mich wirklich zutiefst bedrückt. Diese Wespen, die haben sie durchstochen. Am 25. Tag unserer Mission haben wir bereits 25 Früchte gesammelt. Es gibt auf diesem Planeten so viele verschiedene Früchte. Und eigentlich schmecken sie alle ausgezeichnet. Manche sind ein wenig sauer oder bitter, aber alle haben einen Geschmack, wie Kubai bisher nicht kennt. Die Früchte ziehen uns immer im inneren Bann. Zeichnet Brittany. Diesmal synchronisiere ich das nicht. Ich lese es einfach mal so vor, weil... Ich habe jetzt keine so richtige Lust darauf, dass ich die ganzen Berichte da immer wieder synchronisieren muss. So, Zeit für Tag 26. Gehen wir nochmal zurück zum Wald des Anfangs. Fluss der Veränderungen, sage ich schon, Wald des Anfangs, oh Gott. So, dann mal los. Und dieses Mal hoffentlich kommen wir ein bisschen voran, weil wir müssen noch Scherben finden für eine Brücke. Und wir müssen ja dem Signal folgen. Ich glaube, den kommen wir langsam immer näher. Das heißt also, der nächste Boss ist nicht fern. Ja, der Schnapper zählt zwar auch als ein Boss, aber nicht als ein großer Boss, so wie dieser Sandwurm oder andere Monster, denen wir bisher begegnet sind. Ich würde am liebsten Pikmin farmen, aber dafür... Mann, du erschreckst mich immer wieder, du! Blödes Viehzeug. Ach, den müssen wir direkt drauf... Auf den müssen wir direkt drauf passen und ballern lassen. Oder einfach alle hinschicken. Bringt auch nichts. Die können nichts ausrichten gegen den, solange er... ja, der ist eh schon wieder weg. Lassen wir ihn. Der interessiert uns eh kein Stück. Was mich jetzt eh interessiert, ist, dass wir jetzt endlich mal... Wir haben eh zum Glück eine Abkürzung. Wir haben sogar noch eine andere. Auf die andere Seite zu kommen. Weil da, wo es schwarz ist, dort ist das Signal. Wir müssen also endlich mal dorthin kommen. Müssen wir mal gucken. Wieso ist da eigentlich... Achso, da ist der Schnapper, oder?
Ich glaube, da war der Schnapper. Okay, dann heißt es wohl, den Schnapper jetzt besiegen. Das werden wir jetzt mal versuchen. Das werden wir jetzt mal ausprobieren. Ich denke, den kriegen wir schon hin. Der wird bestimmt nicht so schwer sein. Ich kenne eigentlich Schlimmeres von, weil ich kenne eigentlich schon schlimmere Gegner. Zumindest habe ich da schon welche in Erinnerung. Diesmal setze ich sogar Ultra-Motivier-Spray ein, wenn es sein muss. Aber ich wüsste jetzt nicht mehr, wie das geht. So, komm raus. Jetzt wird's Zeit, dass du down gehst, mein Freund. Vergrab dich ruhig, weil ich bereite mich auf deinen nächsten großen Angriff. So. Direkt auf den Schnabel drauf ist die beste Option, weil so kann er sich kaum Pikmin schnappen. Ah, ja, ja, da hat er schon welche wieder im Maul. Los. Mach den down. Mann, schneller. Scheiße, der schnappt sich immer mehr. Ah, das ist so blöd. Dass ich den nie direkt am Schnabel erwischen kann. Ja, aber die Flügelpikmin sind da ein Vorteil. Nein. Ach, scheiße. Der schnappt sich immer mehr. Wie viel hat er denn schon? Was? Erst einen? Wie denn das? Warum sind auf dem Feld zu weh? Nein! Wie kann er bloß, Steinpikmin? Alter, der schnappt doch bei uns! Aber solange ich ihn jedes Mal angreife und er schüttelt, dann, tut er sich dabei schwer, Pikmin zu verschlucken. Da lässt er sich jedes Mal los, das ist der Vorteil. Und wir haben ihn fast. Ich sag's ja, so schwer ist der Boss nicht. Heftet euch an seinen Schnabel und attackiert ihn schneller und down ist er. Wow, was für einen riesengroßen Apfel der doch hergibt. Geiler Scheiß. Ey, kommt doch her, Mann. Ah, hier. Haben sie sich da jetzt, ich dachte schon, die haben sich jetzt festgebackt. Gut, darum kümmern sich bitteschön die Flügelpikmin. Ich glaube, da habe ich ein bisschen zu viel hingeschickt. Sagen wir mal, dass ich lieber genau 10 dorthin, dass ich lieber 10 transportieren lasse, weil wir brauchen noch einen ganzen Haufen Flügelpikmin. Vor allem gegen diese Wespen. So, und das transportieren wir bitte die gelben Pikmin. Vielleicht sollte ich auch einen Captain vorschicken. Warte! Wieso ist Brittany noch da? Aber das ist gut, da kann sie die Pikmin empfangen und dann kann ich sie nochmal zu mir hinschicken. So könnte ich es auch machen, aber das kostet natürlich auch ein bisschen Zeit. Ist da drin überhaupt eine Frucht bei diesen ganzen Käfern hier? Ich meine, da ist zum Beispiel ein Weg. Aber ich würde mich jetzt nicht mit den Käfern anlegen, das sind nämlich viel zu viele große. Obwohl, wenn wir alle auf einmal attackieren lassen, dann hätten sie bestimmt keine Chance. Ja, aber okay, fürs Erste sollten wir uns mal um diese Wespen kümmern, vor allem ist ja noch eine weitere Lehmmauer dazu. Oh, Pilz? Können wir diesen Pilz erreichen? Müsste möglich sein. Captain? Boing. Jetzt ist der Captain auf der anderen Seite. Neue Frucht erhalten. Okay, dann kommt man her, meine Kleinen. Sehr schön, und damit haben wir wieder einige neue Flügelpikmin gefarmt. Das ist gut. So, dann schicke ich mal Brittany wieder zum Ziel unserer Träume. Wo sind die anderen nochmal? Ich schicke sie am besten hierhin. Vielleicht kann ich dort die Flügelpikmin ja benutzen. Ich könnte es ja auch aufteilen, dass ich einige andere Pikmin gegen diese Monster kämpfen lasse. Obwohl, ich glaube, da hätte ich keine Chance. What the hell? Da ist auch noch ein Obst drin und da brauche ich Steinpikmin. Shit. Ich muss also nochmal darüber. Ich wollte das aber erstmal mir angucken. Oh nein, nicht du auch noch. Der Hornissarak. Da könnte ich entweder Flügelpikmin oder gelbe Pikmin dorthin schicken, um dorthin zu kommen. Und da sind die Scherben für die Brücke. Okay. Dann los, Alf. Es wird Zeit für dich, wieder in Aktion zu treten. Aber Moment mal, wo waren eigentlich diese ganzen Wespen und die Lehmmauer? Ah, da kommt gerade Brittany. Perfekt. So, jetzt muss ich mal gucken, wo waren eigentlich diese Wespen? Auf welcher Seite? Irgendwo da. Da war die Lehmmauer.
Da müsste ich hin. Okay. Dann mache ich mich am besten gleich auf. Gleich mit dem gleich automatisch hinrennen. So. Und da sind sie schon. Nein! Seid ihr bescheuert, Mann? Boah. Ich wollte nur stoppen. Sozusagen. So, die muss ich mir jetzt vorknöpfen, diese ekligen fliegenden Viecher. Los, greift alle an. Je mehr, desto besser. Kommt her. Wie viele von denen sind es eigentlich noch? Wir haben jetzt schon so viele wie möglich hingeschickt. Dornisse. Das sind schon geile Namen, die sie sich ausdenken. Ja, gleich sind sie alle down. Gleich sind sie alle down. Ist nicht mehr viel übrig. Jawohl. Ihr habt sie alle niedergemacht. Dankeschön. Oh, Gott sei Dank. Eine weitere Belastung haben wir mal aus dem Weg geräumt. So, was ist jetzt dahinter? Kümmert euch mal darum. 5? Steckt denn da bitte schön Großes drin? Hoffentlich ein Obst. Das wäre auf jeden Fall episch. Ach, mehr als 5 gehen anscheinend nicht drauf. Und... Oh, das ist was fürs Farmen. Gut, darum kümmert sich, 5, ja. So, dann transportiert das mal weg. Und der Rest von euch kümmert sich um... Das! Macht die nieder, die Mauer! Reißt sie auf! Ich glaube, hier sehe ich sogar den Ursprung des Signals. Komm her. Da. Nein, Moment. Was ist denn das? Was ist auf diesem Brett? Das frage ich mich auch. Was ist mit diesen... Das sind mehrere Klemmbretter. Oh, oh. Ich rieche da eine Falle. Und eine Steinmauer. Und dahinter eine gigantisch große... Das muss eine Birne sein, Mann. Tatsächlich eine Birne. Boah. Aber ich rieche da eine Falle, weil einer dieser Bodenplatten könnte eine Falle sein und der anderen sind höchstwahrscheinlich Bomben für die Steinmauer. Okay, mach das mal auf. Was ist das? Fail! Fail! Das sind Punktkäfer! Mach zu! Mach zu! Oh Gott, zu spät. Es geht los. Na schön, dann greift sie mal alle an. Alle! Attacke! Ja, gegen so eine übermäßige Armee haben selbst diese Käfer keine Chance. Boah, wie viele sind denn das? Lass das! Boah, das sind aber viele Käfer. Oh je, ich glaube, ich habe auch ein paar Pikmin da im Kampf verloren. Aber sei es drum. Jedenfalls wissen wir schon mal, dass das hier ein Fail ist. Aber okay. Dann heißt das also, dass sich hier drin Bomben befinden müssen. Kann ich die Szene nicht überspringen? Nee. Nein, das sind sogar Scherben! Noch mehr von denen! Oh, verdammt! Und ein Hornissarak ist klar! Moment mal. Versperrt der vielleicht auch den Weg? Nein, 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 nein! Seid ihr bescheuert, Mann! Boah, verdammt! Ihr seid so blöd. Oh, ich hasse es, wenn ich sie nicht mit der Pfeife zurückrufen kann, obwohl ich das eigentlich getan habe. Wie kommt das jetzt auf die andere Seite? Gibt's ja wohl nicht, Mann. Okay. Vorwärts. Mach diese Spinne down. Was zum... Ey, ich werfe doch direkt auf die Spinne und nicht ins Netz. Was ist denn das für ein verpackter Scheiß? Ja, ja. Völlig unnötig. Was ist denn das? Wieso zielt er nur aufs... Befindet sich der nur auf der anderen Seite? Nein, jetzt aber. Jetzt aber endlich. Nehmen Sie mal sich vor, was sollte das denn? Okay. Heftet euch an ihn und macht ihn down. Dieses blöde Ding soll endlich mal runter, verdammt. Ah, jetzt ist er zu weit oben. Schaffe ich es mit einem Flügelpigment da hoch? Ja,
Sie heften sich an ihn und greifen ihn an. Mach den down, mach den down. Ach man. Okay. Aber jetzt müssten auch rote Pikmin da rankommen. So, endlich. Mann, das wurde auch langsam Zeit. Was für ein ekliges Vieh, Mann. Ich habe viel zu viele Pikmin verloren. Ja, rote Pikmin habe ich garantiert eine ganze Menge verloren. Das heißt also, die roten Pikmin kümmern sich jetzt um das. Und um das. Und einige Flügel-Pikmin nehmen auch das. Und in der Zwischenzeit... Was macht ihr denn hier? Und in der Zwischenzeit kümmert sich der Rest um diese Scherben. Mann, oh Mann. So. Okay. Und los! Nehmt so viel mit, wie es nur geht und lasst euch von nichts aufhalten, meine kleinen Freunde. So. Sind alle da? Alle da? Sind alle da? Kommt! Ich sagte, ihr sollt kommen. Alter, was ist... denn los? Warum reagiert mein Pfeifer nicht? Oh! Ja, das könnt ihr mir wohl nicht erzählen! Wie schnell vergeht dieser Scheißtag eigentlich? Ich kann doch nicht so schnell reagieren, Mann. Ich gebe doch schon mein Bestes. Boah, wie das nervt. Aber immerhin haben sie die Scherben bereits gesetzt. Und kommen auch schon zurück. Nur der Rest ist jetzt noch unterwegs und, nein! Nein, 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 nein! Meine Pikmin! Scheiße, jetzt muss ich zu denen irgendwie wieder zurückfinden. Oh Gott, ich hoffe, ich verliere jetzt nicht ganze 55 von denen. Oh shit, Mann. Jetzt muss ich irgendwie wieder zurück. Beeil dich bloß, Mann. Oh, verdammt. Jetzt kommt auch noch ein Stress in diesem Part. Da warten sie schon alle. Wie bist du überhaupt hierher gekommen? Mann, beeil dich, du blöde Seerose. Beeil dich, Mann. Und ich hoffe, die anderen Pikmin bleiben bei der Drake. Die, was ich zur Drake geschickt habe. Ich hoffe, sie schaffen es überhaupt rechtzeitig dorthin. Ja, wenn sie schon irgendwie packen. 10 sind noch übrig. Wo denn bitte noch? Also hier komme ich mal nicht weiter. Da brauche ich Steinpick. Nein! Was machst du denn hier, du Idiot? Ach, dieser Blödmann. Warum reagieren sie nicht auf die Pfeife? Die ist so blöd verpackt. Ich weiß auch nicht, was das ist. Das regt mich ja total auf. Lass uns bloß in Ruhe, du. Lass uns in Ruhe, ich warne dich. Ja, wir können ja gar nichts gegen ihn ausrichten. Oh Gott. Noch 10 Sekunden? Wie viele Pik... Ach, scheiße. Wo kriege ich die restlichen? Wo befinden sich jetzt die anderen? Verdammt, ich will nicht... Ich will keine 10 Pikmin verlieren. Wo sind denn bitte schon die 10? Ach, mal gucken. Sind die immer noch beim Abtransportieren oder bilde ich mir das nur ein? Die müssten eigentlich schon längst drüben sein, oder nicht? Da ist eine Seerose. Ich hoffe, die haben sich jetzt durch nichts aufhalten lassen. Hier oben ist ja noch das Obst, das ich mir holen wollte. Ach, scheiße. Ach, das geht sich aber jetzt wieder nicht aus. Was ist das? Ach, da sind auch noch Scherben, genau. Das müssen wir dann im nächsten Part uns alles holen. Ja, sorry, ich beende jetzt nur ungern diesen Part, aber was sein muss, muss sein. Wo sind denn die anderen? Das sind doch noch so viele bei der... Sind das denn nicht alle bei der Drake oder was? Wo sind denn bitte schon noch 10 von den 10? Hallo? Wo? Ich habe doch alle da und der Rest muss sich bei der Drake befinden. Oder etwa nicht? Moment. Was machen die denn da noch hier? Sind die bescheuert oder was? Warum sind die da noch? Scheiße, das schaffe ich nicht mehr. Sie sind verloren. Ja, toll. 10 Pikmin unnötig verloren. Ach. Ja, ich werde 10 Pikmin verlieren. Was kann ich denn dagegen noch machen? Ach, das ist so beschissen. Egal, wenigstens sind die anderen Pikmin schon bei der Drake gewesen. Zum Glück. Aber mal ernsthaft. Ah, etwas Neues. Ja, diese Insektenbehausung. Ja, stimmt, Würmer behausen immer gerne diese Äpfel. Zumindest die frischen.
Könnte aber auch sein, dass bei den Äpfeln in den Läden auch ein Wurm drin stecken könnte. Das weiß man nie im Voraus. Da kann immer was dazwischen luchsen. Oh, das bringt auch wieder 2 Flaschen. Nicht schlecht. Sehr schön. Okay, damit haben wir wieder 13. Ja, auf jeden Fall noch eine Weile. Also wir machen da schon einige Fortschritte. Wir haben wieder etwas Obst gefunden und im nächsten Part werden wir natürlich auch wieder etwas Obst finden können. Ja, insgesamt an Pikmin haben wir eigentlich gar nicht so... Ist eigentlich gar nicht so schlecht. 30 haben wir heute leider verloren. Puh. Aber okay, wir haben schon einiges wieder neu farmen können. Vor allem der Schnapper hat uns einige neue Flügel-Pikmin beschert. Und wir haben natürlich wieder jede Menge Obst und damit neue Vorräte gesammelt. Und wir können im nächsten Part gleich noch ein Obst finden. Und auch noch die Scherben, um weiterzukommen. Es wird wirklich Zeit. Aber das alles dann im nächsten Part. Vorher kommt noch ein weiterer kleiner Bericht. Wieder mal von Brittany, diesmal synchronisiere ich es auch. Nach gründlicher Beobachtung der Flügel-Pikmin kann ich sagen, dass sie nicht besonders gut in Kämpfen sind. Doch da sie fliegen können, gibt es Aufgaben, die nur sie erledigen können. Wir sollten gut Gelegenheiten achten, bei denen sie ihre besonderen Talente zeigen können. Gezeichnet Brittany. Ganz richtig. Aber wie das noch weitergehen wird, sehen wir alles im nächsten Part. Ich hoffe, dieser Part hat euch auch gefallen. Wenn dem so ist, unterstützt mich mit einem Daumen hoch und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Seid gespannt und schaltet wieder ein. Euer Crash Holy Freak 89. Danke fürs Gucken. Wir sehen uns bei Tag 27. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute.